Grüß Gott alle zusammen. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen bei unserem Sonntagsimpuls. Heute feiern wir den Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit. Unser Thema lautet: Barmherzigkeit macht uns Jesus ähnlich. Das bedeutet, durch Barmherzigkeit wird der Ausgestoßene zum Angenommenen. Um es besser verständlich zu machen, sehen wir heute einen kleinen Teil aus dem Johannesevangelium, Kapitel 20, Vers 19 bis 31. Am Abend desselben Tages hatten sich alle Jünger versammelt. Aus Angst vor den führenden Juden ließen sie die Türen fest verschlossen. Plötzlich kam Jesus zu ihnen. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie: Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen die Wunden in seinen Händen und an seiner Seite. Als die Jünger ihren Herrn sahen, freuten sie sich sehr. Jesus sagte noch einmal: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Nach diesen Worten hauchte er sie an und sprach: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen. Und wem ihr die Schuld nicht vergibt, der bleibt schuldig. Thomas, einer der 12 Jünger, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei. Deshalb erzählten die Jünger ihm später: Wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas zweifelte: Das glaube ich nicht. Ich glaube es erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen und meine Hand will ich in die Wunde an seiner Seite legen. 8 Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt. Diesmal war Thomas bei ihnen. Und obwohl sie die Türen wieder abgeschlossen hatten, stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte und grüßte sie: Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas. Leg deinen Finger auf meine durchbohrten Hände und sieh sie dir an. Gib mir deine Hand und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Thomas antwortete: Mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus: Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können sich erst die schätzen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Die Jünger erlebten, wie Jesus noch viele andere Wunder tat, die nicht in diesem Buch geschildert werden. Aber die hier aufgezeichneten Berichte wurden geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der versprochene Retter und Sohn Gottes. Wenn ihr an ihn glaubt, habt ihr durch ihn das ewige Leben. Liebe Schwestern und Brüder, die Platzierung des Sonntags der göttlichen Barmherzigkeit auf den Sonntag nach Osten hatte tiefere inhaltliche Gründe. Wir feiern heute das umfassende Mysterium der Erlösung, die göttliche
Barmherzigkeit erreicht die Menschen durch das Herz des gekreuzigten Christus. Es ist notwendig, dass es so wie seiner Zeit die Apostel auch wir Menschen heute an die Auferstehung Christus glauben. Wenn ich meinen Mitmenschen mein Vertrauen schenke und an ihn glaube, beginne ich eine persönliche Beziehung. So ist es auch mit Gott. Wir müssen ihm schon eine Chance geben, uns seine Barmherzigkeit und Liebe zu zeigen. Es ist wichtig, Gott zu vertrauen. Die Barmherzigkeit Gottes ist das Ostergeschenk, das die Kirche von auferstandenen Christus empfangen hat. In der gegenwärtigen Zeit sind wir auf die Barmherzigkeit Gottes besonders angewiesen. Schwester Faustina hat in ihr Tagebuch Worte geschrieben, die Jesus zu ihr gesprochen hat. Die Menschheit wird keinen Frieden finden, solange sie sich nicht mit Vertrauen an meine Barmherzigkeit wendet. Mit dem Gebet, mein Herr und mein Gott, bringen wir Gott wieder unser Vertrauen entgegen. Er wird uns schenken, was gut ist, aber auch das, was uns seine Barmherzigkeit wirklich näher bringt. Wir sollen aber nicht nur an die Liebe Gottes glauben, sondern sie auch durch unser eigenes Handeln sichtbar machen. Papst Johannes Paul II. Hat 1980 in seiner zweiten Enzyklika, die den Titel trägt, In Misericordiae, über das göttliche Erbarmen, die Barmherzigkeit Gottes als zentralen Aspekt der Liebe Gottes herausgearbeitet. Gottes barmherzige Liebe annehmen ist das eine, sie durch unser Handeln sichtbar zu machen, das andere. Sichtbar in den Werken der Barmherzigkeit. Sie sind so etwas wie der Prüfstein unserer Nächstenliebe. Barmherzigkeit konkretisiert sich vor allem in der Vergebung. Verzeihung ist die höchste Form der Barmherzigkeit. Barmherzigkeit macht uns Jesus ähnlich. Das Thema Barmherzigkeit durchzieht die ganze Heilige Schrift. Es gibt wohl auch kein anderes Wort der Bibel, das es so gut zum Ausdruck bringt, wie Gott ist und wie er sich in Jesus Christus zeigt. Auch das Neue Testament weist um die Barmherzigkeit Gottes. Nicht zu vergessen, das 15. Kapitel des Lukas-Evangeliums mit seinen drei Gleichnissen von göttlichen Erbarmen, vom verlorenen Schaf, von verlorenen Groschen und von verlorenen Sohn. Barmherzigkeit berechnet nicht, sondern ist großzügig. Barmherzigkeit geizt nicht, sondern teilt und schenkt. Barmherzigkeit heilt Wunden.
seien auch wir immer bereit zur Versöhnung. Seien wir die Ersten, die verzeihen. Amen. Zum Ende möchte ich Ihnen noch einen kleinen Witz erzählen. Die Frau des Jägers servierte stolz ihren ersten gebratenen Fasan. Sieht ja sehr köstlich aus, sagt ihr Mann. Womit hast du ihn gefüllt? Gefüllt? Fragte sie ihn überrascht. Aber der war doch gar nicht leer. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihren Besuch und Ihr Interesse an diesen Gedanken zum heutigen Tag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag, eine gute Woche und bleiben Sie gesund. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns hier auf diesem Kanal am kommenden Samstag wiedersehen würden. Tschüss!